Kim Jong-un ist nicht nur der mächtigste Mann Nordkoreas, er ist auch der reichste, mit einem Vermögen von über 5 Milliarden Dollar, sowie der Entscheidungsmacht über Nordkoreas Staatsbudget. Sein Alltag ist geprägt von Luxus und Exzess, während die Bevölkerung des Landes Hunger leidet. Willkommen bei Wissenswert, wir zeigen euch heute einen Tag im Leben des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Es wird sehr bizarr und manchmal auch nur schwer fassbar. Trotzdem wünschen wir euch viel Spaß mit dem Video. Kim Jong-uns Tag beginnt für gewöhnlich in einem seiner 17 Luxusanwesen, die über ganz Nordkorea verteilt sind. Laut Berichten des Nachrichtenportals UPI wohnt Kim Jong-un allerdings hauptsächlich in der Ryongsong-Residenz, einem 12 Quadratkilometer großen Anwesen nördlich von der Hauptstadt Pyongyang. Die Villa verfügt über eine Leichtathletikanlage, Spas, Pferderennbahn und einen Swimmingpool, der laut Wikipedia über eine gigantische Wasserrutsche erreicht werden kann. Wenn er dort aufwacht, verbringt er den Morgen in der Regel mit seiner Frau Ri Sol-yu und seinen drei kleinen Kindern. Ri Sol-yu präsentiert sich auch öffentlich an der Seite ihres Mannes, was in Nordkorea schon eine kleine Sensation ist. Denn während der Herrschaft von Kim Il-sung wurden Ehefrauen noch stets geheim gehalten. Kim Jong-uns Frau Ryu Sol ist übrigens eine ehemalige Cheerleaderin und war angeblich Teil des sogenannten Pleasure Squads, einer Gruppe junger Mädchen, die vor der Öffentlichkeit geheim gehalten werden und die regelmäßig nordkoreanische Offizielle pleasuren, also befriedigen müssen. Hochrangige nordkoreanische Offizielle gehen des Öfteren in Schulen, wo sie die Mädchen dann rekrutieren. Häufig sind die Mädchen daraufhin jahrelang Teil des Pleasure Squads und führen ein Leben in Gefangenschaft. Historisch betrachtet waren alle Ehefrauen der regierenden Machthaber Nordkoreas ursprünglich Teil dieser Gruppe, so höchstwahrscheinlich auch Ri Sol-yu. Gegen Mittag speist Kim Jong-un in seiner Residenz und das für gewöhnlich in enormem Luxus. Allein für alkoholische Getränke soll Kim Jong-un 1 Million Dollar ausgegeben haben, in einem einzigen Jahr. Laut einem ehemaligen Chefkoch des Kim-Clans, der inzwischen im Exil lebt, gibt es nicht nur ein regelmäßiges Buffet mit Speisen aus aller Welt, die täglich frisch eingeflogen werden, sondern auch noch eine private Tanzshow zur Begleitung. Beim Essen wird auch penibel Wert auf Perfektion gelegt. Angeblich sollen Reiskörner laut der Zeitung The Atlantic einzeln kontrolliert und bei nicht perfekter Form aussortiert werden. Dies war eine Vorsichtsmaßnahme, da Kim Il-sung einst bei einem Essen feststellte, dass es nicht mehr so gut schmecken würde, weil Salz fehle. Tatsächlich war an dem Tag in einem der Gerichte 10 Gramm weniger Salz als sonst. Am Nachmittag geht Kim Jong-un unterschiedlichen Aktivitäten nach. Es gibt regelmäßige Sitzungen des Zentralen Komitees Nordkoreas, denen Kim Jong-un beiwohnen muss, wie auch Besuche von nordkoreanischen Unternehmen und Behörden, die häufig allerdings eher eine Publicity-Maßnahme sind und Nähe zum Volk symbolisieren sollen. Doch eine Nähe zu der armen Bevölkerung gibt es in Kims Leben eigentlich gar nicht. Besonders nicht, wenn man sich mal seine Transportmittel ansieht. Durchs Land reist Kim Jong-un mit der sogenannten Air Force Un, einem sowjetischen Militärflugzeug namens Iljushin Il-62. Für diese gibt es in Nordkorea sogar 5 private Landebahnen. Zusätzlich hat Kim eine modifizierte Mercedes S-Klasse, die schätzungsweise bis zu 2 Millionen Dollar wert ist, wie auch eine Princess 95 Mi, eine Luxusjacht, die ebenfalls mehrere Millionen Dollar kostete. Wenn mal keine Fototermine oder politischen Veranstaltungen anstehen, geht Kim Jong-un eine seiner zahlreichen Freizeitbeschäftigungen nach. Er ist beispielsweise, wie auch schon sein Vater, begeisterter Golfer und soll laut nordkoreanischen Staatsmedien bereits 11 Hole-in-Ones in Folge geschafft haben. Laut des Deutschen Golfverbandes ist die Wahrscheinlichkeit eines einzelnen Hole-in-Ones bei nur 1 zu 10.000. Auch das Verfolgen von Pferderennen ist eine seiner großen Leidenschaften. Unfassbare 20% des Bruttoinlandsprodukts wurden im vergangenen Jahr nur für Pferde ausgegeben. Zudem ist Kim Jong-un ebenfalls begeisterter Pianist und besitzt über 35 eigene Klaviere. Und er liebt Basketball. Dafür ließ er auch schon öfter die Harlem Globetrotters einfliegen, um ihnen beim Spielen zuzusehen. Häufig besucht ihn dabei sein amerikanischer Freund und Ex-Basketballstar Dennis Rodman.
Die beiden gucken nicht nur gerne Basketball zusammen, tatsächlich begleitet Rodman Kim Jong-un auch öfter in den Urlaub. Seine Urlaube gestaltet Kim Jong-un noch extravaganter als seine ohnehin schon außergewöhnliche Freizeit. Häufig fliegt er zu einer privaten Insel, die laut Rodman vom Flair vergleichbar mit Inseln wie Hawaii und Ibiza sei. Auf dem Festland besucht Kim Jong-un auch des Öfteren das Masik Ryong Hotel, ein 35 Millionen Dollar teures Skihotel, das in Nordkoreas einzigem Skigebiet liegt. Laut ausländischen Besuchern steht das Hotel allerdings meistens leer, da sich die nordkoreanische Bevölkerung derartige Luxusaufenthalte nicht leisten kann. Den einzigen privaten Luxus, den Kim auch mit der Öffentlichkeit teilt, ist ein Freizeitpark in Pyongyang. Dort verbringt der Diktator öfter seine Freizeit. Tatsächlich ist der Park auch für die allgemeine Bevölkerung zugänglich. Doch wenn man diese Bilder des Parks betrachtet, kann man hier nicht wirklich von Luxus sprechen. Denn wahrer Luxus bleibt wahrscheinlich weiterhin nur Kim Jong-un vorbehalten. Die Bevölkerung wird davon wahrscheinlich nie etwas mitkriegen. Das war's auch schon mit unserem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!